Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier im Jahr 1853 zurück in Russland. Wie gewohnt am Beginn der Staffel will ich am Anfang auf einige eurer Kommentare eingehen. Außerdem bin ich mal wieder tief eingestiegen in die wirtschaftliche, politische Situation unseres Landes. Das heißt, da gibt es dann entsprechend einiges zu tun, was mir so aufgefallen ist. Aber ich beginne mal mit euren Kommentaren und mit dem vielleicht wichtigsten Thema der letzten Staffel, nämlich dem Himmlischen Reich. Zu Recht habt ihr mich darauf hingewiesen, das Ganze basiert auf einem historischen Ereignis, dem Taiping-Aufstand. Und oh mein Gott, was ist das für eine Lücke in meinem historischen Wissen gewesen? Ich habe entfernt mal davon gehört, von dem Namen rein, konnte damit aber überhaupt nichts anfangen, habe mich jetzt ein bisschen mal informiert. Und meine Güte, das war der verlustreichste, opferreichste Bürgerkrieg der Menschheitsgeschichte offensichtlich. 20 bis 30 Millionen hat das gegeben. Und darüber, was mich das letzte Mal so gewundert hat, hier der himmlische König, die Gottesverehrergesellschaft, dieses Sektenwesen, das alles hat es gegeben. Das würde jetzt zu weit führen, auf diese Ereignisse einzugehen. Wenn euch das auch unbekannt ist, lest euch da mal ein. Sehr, sehr interessant und faszinierend. Für uns nur so weit. Hier hat also dieser Aufstand gewonnen. Einige von euch hatten geschrieben, das passiert recht häufig. Ich finde es tatsächlich gar nicht so unrealistisch, dass das häufig passiert, denn es war eher unwahrscheinlich, dass sie es nicht geschafft haben. Sie waren kurz davor, den Kaiser zu vertreiben, oder sie hatten ihn, der musste schon fliehen, die Kaiserdynastie. Aber dann gab es eine schwere Niederlage der Aufstandsarmee gegen eine kleine mongolische Reiterarmee wiederum. Und dann ist das über die Jahre dann zusammengebrochen. Wie auch immer, bei uns haben die gewonnen und dieser Sektenanführer, der himmlische König Hong, wenn der sich historisch einigermaßen akkurat verhält, dann hat er sich jetzt zurückgezogen vom Tagesgeschäft, lässt das seine Stellvertreter erledigen und beschäftigt sich jetzt mit Meditation, Bartpflege und seinem Harem. Eine interessante Kombination. Für uns hat das politisch eigentlich jetzt keine so gravierenden Auswirkungen. Unser Plan bleibt weiterhin, hier Herrscher des Ostens durchzusetzen. Dafür erforschen wir Nationalismus. Insgesamt würde ich sagen, hat das China eher geschwächt. Insofern gut für uns. Aber eine Sache ist ebenfalls bedeutend. Die haben relativ gute Beziehungen zu Großbritannien, was ich ehrlich gesagt gar nicht verstehen kann bei diesem politischen Hintergrund. Das könnte noch ein bisschen ein Problem werden. Das muss man beachten. So, das war das Erste. Das Zweite, was dann viel diskutiert wurde, war die Frage, wie man Port Arthur auf Russisch nennt. Und das habe ich nachgelesen, ist gar nicht so kompliziert. Port Arthur hieß es tatsächlich in den wenigen Jahren, in denen das Russland gehörte. Ich habe aber gemerkt, man kann gar keine Staaten umbenennen. Insofern käme das eh nicht in Frage. Ich werde es aber jetzt Port Arthur nennen, nur zu eurer Information. Gut, nächstes Thema. Es wurde gesagt, dass meine Niedrigsteuerpolitik hier, dass diese vor allem den Aristokraten helfen würde und das wäre ein Fehlanreiz aus verschiedenen Gründen. Da muss ich widersprechen, das ist meines Erachtens nicht so, aber es ist ein schöner Anlass, mal über das Thema Steuern zu sprechen. Warum? Weil das hängt natürlich mit der Art der Steuer zusammen. Und wir gucken uns das mal an. Wir haben Grundsteuern. Grundsteuern bedeutet, es gibt einen kleinen Einkommensteuersatz, gering, einen relativ hohen Verbrauchsteuersatz und dann noch eine Kopfsteuer, die im Fall der Grundsteuern von den Bauern zu zahlen ist, die Bauernsteuer. Und ja, das führt dazu, also wir in absoluten Zahlen sehen wir, 13.000 nehmen wir durch die Einkommensteuer ein, 90.000 durch diese Bauernsteuer. Das führt dazu, wenn wir uns das mal anschauen bei der Bevölkerung, dass die Reichen, die Oberschicht, und dazu gehören dann auch die Aristokraten in hohem Maße, dass die eine Steuerbelastung haben von 0,7% nur, während die Unterschicht eine hat von 10,8%. Würde ich jetzt die Steuern hochsetzen, würde das sich hier minimal verändern. Das macht keinen großen Unterschied. Also die Behauptung, dass das die Oberschicht entlastet, ist meines Erachtens falsch. Das entlastet vor allem die Unterschicht aufgrund der Reduktion der Kopfsteuern, weil die Einkommensteuer hier keine große Rolle spielt. Und das ist tatsächlich ganz gut, weil die jetzt hier einen relativ hohen Überschuss haben, deutlich höheren als die anderen Klassen. Und das wiederum bedeutet, dass sie mit der Zeit im durchschnittlichen oder im Lebensstandard ansteigen. Das wiederum ist wichtig für eine ganz andere Sache, nämlich das Thema
Qualifikation. Dazu kommen wir gleich noch, denn das war, oder kommen wir jetzt am besten, denn das war das nächste große Thema in den Kommentaren. Anlass war die Frage, die nicht unberechtigt ist: Helfen Universitäten eigentlich, dass sich Leute qualifizieren? Nochmal grundsätzlich gesprochen, beim Thema Qualifikation geht es darum, dass Leute aufsteigen können in andere Berufe. Und das ist auch wichtig beim Besetzen von Betrieben. Und das ist auch unser Problem, weil wir sehen, dass bestimmte Positionen nicht besetzt werden können, weil eben die Leute sich nicht qualifizieren. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Riesenthema für Russland. So, und da stellt sich die Frage, ob Universitäten da helfen können. Und auf den ersten Blick sieht es ein bisschen so aus, als wäre das der Fall. Universität, sehen wir hier, pro Stufe bringt das 10% Qualifikation. Aber was bedeutet das eigentlich, 10% Qualifikation? Ich bin da nochmal tiefer eingestiegen. Leider wird das im Spiel selbst gar nicht oder ganz schlecht dokumentiert. Es gibt tatsächlich auch einen Bug in der deutschen Version. Scheint noch keinem aufgefallen zu sein, will ich euch kurz zeigen. Und zwar, man findet das eigentlich hier unter Qualifikation. Und hier gibt es einen grünen Haken, zeigt, hat Qualifikation, um alle derzeitigen Lehrstellen zu füllen. Ja, das ist irgendwie sehr unklar. Und wenn man jetzt hier über so eine Zahl geht, dann sieht man einen Tooltip, der aber leer ist. Und im Englischen ist der aber nicht leer, sondern da ist was. Und da sieht man dann, glaube ich, die Berechnung, wie das hier zustande kommt. Diese Berechnung sehen wir aber jetzt nicht. Ist auch gar nicht so schlimm. In der offiziellen Wiki kann man das aber ein bisschen nachlesen. Und ich will das mal ganz kurz zusammendampfen, die Grundprinzipien. Also, das hängt natürlich sehr davon ab, in was für einen Beruf aufgestiegen werden soll und von welchem Beruf aus man kommt. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass zwei Faktoren entscheidend sind. Das Allerwichtigste ist die Alphabetisierung des Pops, der da aufsteigen will. Und da ist klar, je besser die Alphabetisierung, umso einfacher ist die Qualifikation. Es gibt da auch so ein paar entscheidende Knackpunkte, Grenzen. 10% zum Beispiel ist glaube ich, eine wichtige Grenze oder 20%. Und so weiter. Also das ist der erste große Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich der Lebensstandard. Je besser der Lebensstandard ist, umso leichter fällt Ihnen auch der qualifizierte Aufstieg. Deshalb ist tatsächlich für uns es gar nicht so schlecht, die Steuern runterzunehmen, um den einfachen Leuten einen höheren Lebensstandard zu ermöglichen. Das hilft durchaus. Aber, jetzt kommt das große Aber, das Hemmendste für uns ist das Thema Leibeigenschaft, denn es gibt tatsächlich im Spiel einen Faktor, mit dem zum Beispiel Bauern belastet werden, wenn sie leibeigen sind. Für höhere Berufe können sie sich gar nicht qualifizieren, da gibt es dann einfach einen Faktor von 0,0. Ja, das heißt, das geht gar nicht. Und für die einfacheren Aufstiegsberufe ist der auch relativ gering, liegt bei 0,1 oder 0,2. Und das ist also der entscheidende Faktor, ich wiederhole nochmal, Leibeigenschaft, der eben das verhindert, dass die Leute relativ schnell in andere Jobs gehen, weil die Bauern eben an die Scholle gebunden sind. Das ist ein sehr cooles System, das da im Hintergrund mitspielt. Und jetzt kommen wir wieder zu den Prozenten. Wenn es einen Grundfaktor gibt von 0,1 mal 0,1, dann helfen einem auch hier an der Universität diese 10-20% nicht weiter, weil die Basis, der Basisfaktor einfach viel zu gering ist. Und das ist ja auch wieder logisch. Ich meinte, warum sollte das irgendeinem Bauern in der Provinz helfen, dass es da irgendwo eine Universität gibt? Das bringt für leibeigene Bauern gar nichts. Also das ist die Antwort. Insofern super, 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 super wichtig nach wie vor für uns, die Leibeigenschaft loszuwerden. Und zwar einmal wegen der Qualifikation und zum Zweiten, weil wir mit Leibeigenschaft das Schulsystem nicht verändern können. Da gibt es immer wieder Hinweise, ich sollte doch Schulen einführen. Ja, geht halt nicht. Und das Schulsystem wiederum ist super wichtig für die Alphabetisierung. Das wiederum ist dann ebenfalls wichtig für die Qualifikation. Also alles dreht und hängt an diesem Thema Leibeigenschaft. Puh, okay. Es war, glaube ich, mal wichtig, diesen Komplex so darzustellen. Gut, und in dem Zusammenhang kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Tatsächlich habe ich eine wichtige Sache vergessen. Und zwar, durch eine unserer Innovationen können wir hier Veränderungen durchführen in der Verwaltung. Und zwar einmal in den Stadtzentren können wir von Staatskirchen auf Freikirchen gehen, bei den Stadtkirchen. Das führt dazu, dass es weniger Kleriker und mehr Büroangestellte gibt. Warum das für uns sehr, sehr wichtig ist, dazu gleich mehr. Das ist das eine. Aber nicht nur dort, auch an den Universitäten können wir von klerikalen Lehrern zu säkularen Akademikern kommen.
Immerhin 5000 Kleriker weniger, 5000 Akademiker mehr. Und jetzt das Allerwichtigste, in der Regierungsverwaltung können wir vom Verwaltungsklerus auf die säkulare Verwaltung gehen. Und das heißt 13.000 Bürokraten mehr. So, warum ist das so wichtig? Weil natürlich die Akademiker und Bürokraten die wichtigste Trägerschicht der Intellektuellen sind. Die Intellektuellen sind wiederum die, die wir stärken wollen, damit die irgendwann in die Regierung kommen, damit die die Abschaffung der Leibeigenschaft dann in Gang bringen. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Gut, das Thema wird uns aber noch weiter beschäftigen. Und dann wurde mehrfach angemerkt, dass wir doch die Technologie haben und ich auch das umgestellt habe, Plänkler-Infanterie, und dass ich hier die Armee-Modernisierung möchte. Das Problem ist, warum ich das noch nicht starte, dass Plänkler-Infanterie braucht Munition. Das braucht die Linieninfanterie nicht. Und das bedeutet, dass wir Munitionsfabriken bauen, sonst haben wir nämlich null Munition und damit Mangel. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Aber das geht wiederum nicht ohne die Technologie Zündhütchen, die wir als übernächstes erforschen werden, oder nach Nationalismus. Vorher können wir keine Munitionsfabriken bauen, vorher werde ich das also auch nicht einführen. Okay. Dennoch könnten wir bei den Armeen eine Umstellung machen, die ich vorhabe, und zwar haben wir hier unsere zweite Armee unter General Pavel Grabbe, der Artillerie-Experte ist. Und dem sollten wir auch ein bisschen mehr Artillerie geben. Jetzt bin ich aber kurz mal am Überlegen, wie machen wir das am besten? Hier unten, ganz vergessen, wie das nochmal ging. So, und zwar von der ersten Armee schicken wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 mal mobile Artillerie. Von 15 geht es auf 10 hier runter. Darüber bitte bestätigen. So. Und von der dritten Armee kommen auch 5 rüber. Da haben wir zwar nur 12, aber wird noch nachgebaut. Das bestätigen wir auch. Und damit haben wir, glaube ich, eine relativ starke Offensivarmee mit ihm als Experten dort. So, die Organisation interessiert uns jetzt hier nicht. Gut, das hätten wir auch erledigt. Jetzt kommen wir zu ein paar anderen Sachen, die mir noch aufgefallen sind. Starten wir mit der Diplomatie. Und zwar ist es möglich, dass wir Bukhara jetzt, dass wir hier Autonomie verringern und es zur Marionette machen. Sie werden sofort annehmen. Insofern gibt es da keine Gefahr für irgendeine diplomatische Probleme. Akzeptieren die Forderung, hervorragend. Und Kokand ebenso, auch hier können wir die Autonomie verringern. Auch hier werden sie es sofort annehmen. Und damit ist das erstmal ein Dominion geworden. Das gibt ein bisschen mehr auch Geld, meines Wissens. Über Diplomatiepakte sehen wir jetzt, kommt ein bisschen mehr dazu. Kokand ist dazu gekommen. Bukhara zahlt, glaube ich, ein bisschen mehr. Sehr schön soweit. Weitermachen können wir im Jahr 56 mit Persien, wobei das wird dann vielleicht nochmal eine andere Ausnummer werden, und Afghanistan im Jahr 57. Soweit zur Diplomatie. Dann habe ich nochmal über die Erlasse mal nachgedacht, und zwar glaube ich, brauchen wir in Moskau hier keinen Straßenerhalt mehr. Dafür werden wir die soziale Durchlässigkeitskampagne mal machen. Und ich denke, die machen wir in Kiew. Auch die bringt halt Qualifikation. Qualifikation ist natürlich, also ich will es auch nicht ganz runterreden, ist natürlich schon wichtig, wenn irgendwie jetzt Nicht-Leibeigene, also so mit kleinen Bürger oder sowas aufsteigen wollen. Die haben natürlich diesen Leibeigenschaftsmalus. Und dann ist Qualifikation natürlich doch relevant. Deswegen machen wir es in den großen Staaten, wo das vielleicht am ehesten passieren wird. So, das nächste ist, ihr habt mir gesagt, es gibt hier einen sehr schönen Bereich, wie man übersichtlicher inkorporieren kann. Das gibt es in der Tat. Danke für den Hinweis. Und ich denke, wir haben nur noch einige wenige Staaten übrig. Die werden wir jetzt alle inkorporieren. Das kostet jetzt auch nicht so viel. Bürokratie haben wir frei. Alaska könnte man ein bisschen nachdenken, ob man es vielleicht doch irgendwann den Amerikanern verkauft, aber nö. Wird auch inkorporiert. So, 219 Bürokratie. Wenn diese ganzen Inkorporationen durch sind, sollten wir ordentlich
Bürokratie überhaben, sieht man eigentlich, was wir aktuell durch Kooperation ausgeben? Bin ich mir nicht ganz sicher. Nee, scheine ich irgendwie nicht zu sehen. Na gut. Weil wir werden natürlich Bürokratie benötigen, wenn wir irgendwann das Schulsystem haben. Nächstes Thema ist jetzt ein bisschen diffiziler. Und zwar können wir bei den Stahlwerken eine modernere Herstellung wählen, nämlich das Bessemer-Verfahren. Das bringt uns 125 mehr Stahl, kostet aber auch Eisen mehr. Das können wir aber kompensieren, 125-100, indem wir wiederum bei der Werkzeugproduktion auch eine Verfahrensänderung machen. Und zwar auf Stahlwerkzeuge gehen. Da verbrauchen wir mehr Stahl, aber verbrauchen weniger Eisen. So kompensiert das Ganze. So, wir machen mal hier 20. Also das hatte jetzt eben so 120 gekostet. Saratov 40, sind wir bei 60. Hier kommen noch 60 zu, sind wir bei 120. Okay, perfekt. Gut, das wäre das. Nächstes Thema, Holz. Ich habe mir das mal angeschaut. Hartholz produzieren wir 687 zu viel. Und Holz 1000 zu wenig. Da können wir aber problemlos was ändern. Und zwar, indem wir einfach unsere Holzfällerlager umstellen. Und ich glaube, wir können sie komplett auf Vorrang für Weichholzproduktion stellen. Dann sind es nämlich 641 Hartholz weniger, 962 Weichholz mehr. Das sind genau ungefähr die Summen, die wir da benötigen. Lassen wir kurz mal laufen und schauen uns die Sache an. Ja, jetzt plus 77, perfekt. Und beim Hartholz sind wir bei minus 41. Sehr, sehr schön ausgeglichen. Jetzt im Markt das Ganze. Gut, zum Schluss vielleicht noch so eine allgemeine strategische Überlegung. Was wäre jetzt hier für... Was ist das jetzt hier für ein Quatsch? Das ist doch eigentlich jetzt die Handelsübersicht, ne? Mal. Okay, jetzt ist es weg. Ja, in was für einen Schwerpunkt wir jetzt ökonomisch gehen. Und zwar habe ich jetzt nochmal, also unser großes Ziel ist es ja, den Intellektuellen weiter zu stärken. Jetzt habe ich mir angeschaut, wer sind eigentlich die Intellektuellen bei uns? Und wenn wir uns das angucken, sehen wir, dass es einerseits die Büroangestellten sind, zu 35,7% Intellektuelle, zu 34,8% Kleinbürger. Und es sind die Bürokraten, ja, und es sind die Akademiker. Das sind die Trägerschicht der Intellektuellen. So, die Akademiker sind zahlmäßig nicht so wirklich relevant. Vor allem wichtig sind die Bürokraten, aber entscheidend die Büroangestellten auch. Und die arbeiten, wir sehen es hier, vorwiegend in der Regierungsverwaltung, in Stadtzentren und so weiter. So, und deswegen scheint es mir doch ganz sinnvoll zu sein, um diese Gruppe zu stärken, wenn wir Regierungsverwaltung ausbauen. Und zwar hat das mehrere Gründe. Erstens, intellektuellen Stärken. Zweitens können wir nebenbei diese ganzen unrealisierten Steuern kompensieren. Und drittens werden wir in Zukunft sehr viel Bürokratie brauchen für das Schulsystem. Das erzeugen wir damit auch. Und viertens, als nächster Effekt, haben wir dahinter auch eine Industrie, nämlich die Papierindustrie und die Holzindustrie. Holz haben wir sehr viel, insofern kann das auch ökonomisch funktionieren. So, und das werden wir gleich starten. Vorher will ich aber ganz kurz hier hinten noch bei unserer Schwefelproduktion noch eine Eisenmine in Auftrag geben, denn ich will hier selber eine kleine Werkzeugproduktion starten, um Schwefel besser produzieren zu können, um Papier produzieren zu können. So, wir haben gesehen, wir haben mit einem schnellen Blick gesehen, dass hier Kursk ganz oben ist. Deswegen beginnen wir mal in Kursk und gucken uns das mal genauer an. So, jetzt muss ich bloß Kursk noch finden. Hier haben wir Kursk. Also die Idee ist, also ja, pass mal auf, Regierungsverwaltung. Eine Stufe kostet uns 20 Papier. So. Wir produzieren hier vor Ort mit einer Stufe Papierfabrik 70. Das heißt, man könnte ungefähr so sagen, mit
4 Stufen Regierungsverwaltung braucht man eine Papierfabrik mehr. Holz ist natürlich auch ein Thema, aber Holz ist hier sehr günstig. Ich würde sagen, wir probieren das mal aus. 1, 2, 3, 4 und eine Papierfabrik mehr. Mal gucken, ob das funktioniert, auch von den Arbeitern her. Papier ist allerdings hier schon relativ teuer. Wahrscheinlich sollte man hier nur 3 mehr machen und eine Papierfabrik. Ja, das ist dann der erste Plan. Und damit, das werden wir jetzt mal systematisch ausbauen. Ich meine, das bringt nicht viel Besteuerungskapazität. 15, 30, 45. Der Hintergrund ist halt, dass die nächste Technologie in dem Bereich halt noch weit entfernt ist. Wir müssen mit diesen Aktenschränken jetzt erstmal leben. So, aber was ebenso wichtig ist, ist diese kulturelle Ausgrenzung. 20% Erfolg. Da haben wir leider das letzte Mal einen wichtigen Anführer rausgefeuert. Ein bisschen unbewusst. Dadurch hat sich jetzt diese Erfolgschance reduziert gehabt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Kulturelle Ausgrenzung ist deshalb sehr, sehr wichtig, weil es kann dazu führen, dass wir mehr Agitatoren ins Land bringen können. Weil die können nur ins Land, wenn die auch kulturell akzeptiert sind. Das wiederum ist wichtig für das ganze Thema Leibeigenschaft. Also es hängt alles miteinander zusammen, wie ihr seht. Sehr, sehr bedeutsam. So, und jetzt? Okay, sehr schön. Beschlusserfolg um 10% erhöht. Wir sind bei 30%. Wir sind schon in der Annahmephase. Prima. Die Kapitalisten sind loyal. Das ist gut. Da kriegen wir noch einen schönen Bonus. Investitionsfonds. So, was bauen wir ansonsten? Wir hatten auch bislang jetzt Papierfabriken im Blick. Ah ja, eine Sache sollten wir auch noch nach und nach bauen, um unsere Motorenwerke zu stärken. Nämlich Eisenbahnen und natürlich habe ich das Thema transsibirische Eisenbahn im Blick. Und ich glaube, als nächstes werden wir in Twer hier mal eine Eisenbahn in Auftrag geben. So, bei den Osmanen gab es einen Krieg gegen die Ägypter. Die hatten einen Aufstand gewagt. Da haben die Osmanen gewonnen. Und Frankreich hat die Schulden von Hamburg bezahlt für eine Verpflichtung. Auch ganz interessant. Okay, wir verbessern weiter die Beziehung zu Großbritannien. So, dann sieht es so aus, als ob wir einfach ein bisschen schneller durchlaufen lassen können. Weil im Moment haben wir auch eine sehr hohe Verrufenheit. Können wir eh nicht viel machen. Nationalismus wird noch ein großes Thema und jetzt vielleicht. Ich hoffe auf den Beschluss. Was haben wir hier? Kirchenstaatlicher Aristokratenaufstand. Gegen den Kirchenstaat, das wird wahrscheinlich keine dolle Sache werden. Außer da wird, oh nein, schlecht geschlagen, 10% wieder Reduktion, zurück auf 20. Ach, wie ärgerlich. Schade. Es ist wirklich, das ist tatsächlich wichtiger, als man denkt. Weil ich glaube, dass es einige Agitatoren gibt, die tatsächlich das Thema Abschaffung der Leibeigenschaft richtig gerne unterstützen würden. Spanien stellt sich auf die Seite des Kirchenstaates, wurde beeinflusst. Ja, okay, ich meinte, die werden ja mit diesen Rebellen klarkommen. Österreich kämpft dort auch mit. Das sind jetzt keine großen Überraschungen. So, wir arbeiten jetzt an der Regierungsverwaltung in Kursk und dann an den Papierfabriken. Und wir können im Prinzip eigentlich schon die nächsten mal identifizieren. Das machen wir jetzt nach demselben Schema. Man könnte in Kursk natürlich weitermachen, aber ich glaube, es wird eh eine Zeit dauern, da die Arbeitskräfte dann reinkommen. Deswegen Saratov jetzt. Aber ich sehe, Saratov hat ja nichts. Egal. Saratov kriegt dann auch eine Regierungsverwaltung. 3. Sie kriegen ein Holzfällelager und sie kriegen eine Papierfabrik. Das ist jetzt so die Basisindustrie, die wir überall aufbauen. Es gibt eine Protestbewegung, Armengesetz beschließen. Das hatten wir schon mal abgelehnt, weil wir haben viele Arme und wir haben nicht das Geld für die Armen, um die alle zu finanzieren. Das machen wir nicht. So, wir sehen. Ah, okay, Beziehung verbessern ist abgebrochen. Wir sind da wohl auf Maximum. Oh, ja. Ja, es ist geschafft.
wir haben jetzt kulturelle Ausgrenzung. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, dass ich das feiere, aber es ist ja eine Verbesserung zu der jetzigen Situation, muss man immer bedenken. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es werden jetzt mehr Kulturen anerkannt. Führt dazu, dass es weniger Radikale gibt, mehr Loyalisten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Vorher hatten wir nationale Überlegenheit. Minus 15%, plus 15%. Der Effekt reduziert sich bei den akzeptierten Kulturen. Aber dadurch, dass jetzt mehr Kulturen akzeptiert sind, ja, hat man halt einerseits Vorteile bei den jetzt akzeptierten Kulturen, aber Nachteile bei den Kernkulturen der eigenen Nation. So muss man es, glaube ich, ausdrücken. Wie auch immer, Autorität haben wir auch verloren. Aber das ist alles jetzt gar nicht so entscheidend. Garibaldi ist übrigens in Großbritannien, um gegen den kapkolonialen Militäraufstand zu kämpfen. Okay, auch skurril. So, jetzt kommt aber ein wichtiger Moment. Erstmal interessiert mich, wie sieht es aus mit unseren Intellektuellen? Ja, 12,9 hätte ich mir jetzt ein bisschen höheren Aufwuchs gewünscht, aber gut. Kommt natürlich jetzt durch die Regierungsverwaltung jetzt erst. So, Politik, Agitatoren. So, jetzt gucken wir mal. Geheimpolizei, Nationalmilizen, Grundbesitzerwahlen, eingesetzte Verwaltung, Gehöftbauern. Gehöftbauern. Pachtbauern, hier haben wir einen. Das ist, glaube ich, für uns interessanter. Zwei haben wir sogar. Pachtbauern. Halt, warte mal, wir sollten auch nur anzeigen lassen, Leute, die wir einladen können. Nur verfügbare Anzeigen, genau. Also, Söderberg, wir gucken uns gleich mal den Unterschied zwischen Gehöftbauern und Pachtbauern an, was für uns relevant ist. Pachtbauern, Präsidialrepublik. Okay, also, Leibeigenschaft. Pachtbauern. Das Gute daran ist, dass die Landadligen das nicht ganz so schlimm finden. Ja, sie wollen das, glaube ich, nicht, aber ihre Meinung geht nicht komplett runter. Das ist wichtig. Die politische Stärke der Landadelversammlung wird halbiert. Also wird nicht halbiert, sondern der Zuwachs wird halbiert von 50% auf 25%. Und für uns das Wichtige, schaltet Privatbesitz und freie Bauern frei. Das ist das Entscheidende. Bei Gehöftbauern verliert der Landadel komplett diesen Bonus. Dafür bekommen die Landwirte das. Führt dazu, dass es aber keine normalen Bauern gibt, sondern Gehöftbauern, was eine erhöhte Beschäftigung der Aristokraten und Landwirte bedeutet. Okay. Wie ist es hier nochmal? Also bei den Privatbesitzgeschichten. Ah, okay, alles klar. Da profitieren nur die Aristokraten davon. Verstehe. Das Problem ist, dass das, glaube ich, das werden wir nicht machen, weil das einfach zu radikal ist. Radikalisieren wir komplett den Landadel, während er hier, glaube ich, nicht radikalisiert wird. Und das ist halt wichtig, um eine potenzielle Revolution zu verhindern. Also ich glaube, Pachtbauern ist das, was wir als nächstes machen wollen. Okay, das bedeutet wiederum, dass wir die jetzt meines Erachtens einladen können. Gehen wir mal zurück. Wir haben ja zwei Plätze frei dafür. So, wie wird nochmal seine Stärke definiert für diese Aktion? Das habe ich vergessen. Na, wir können beide uns holen, ne? Also, Wojislav Aramdelovic wird eingeladen. Okay. Kann offenbar im Moment keinen zweiten holen. So, jetzt beginnt eine Protestbewegung, Pachtbauern beschließen. Die ist allerdings sehr, sehr machtlos. 4, oh ne, es geht auf 10 hoch.
10 ist allerdings natürlich nicht so doll. Handelsroute aufgelöst. Wein. Äthiopien, ah, okay. Da ist irgendwie eine Revolte, deswegen funktioniert der Handel da nicht. So, ich schaue aber nochmal, ob noch nämlich doch noch ein zweiter. Okay, wir können keinen mehr einladen. 6. Dezember. Aha. 6. Dezember 58. Da gibt es einen Cooldown. Okay, wir können nur einen. So, jetzt ist aber der spannende Punkt. Wenn wir jetzt diese Geschichte unterstützen, dann hat das erstmal nur eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Aber jetzt wäre es natürlich möglich, die Regierung umzubilden. Und zwar die orthodoxe Kirche rauszuschmeißen und die Intellektuellen reinzuholen. Das würde uns 13% mehr bringen und auf 23% bringen, was gar nicht so schlecht ist. Das Problem ist, dass wir dann eine inakzeptable Regierung haben. Ganz knapp, aber es ist halt so. Was zu 50% mehr Erlassungszeit führt. Das ist das Problem. 50% mehr Erlassungszeit für diese Geschichte ist sehr, sehr unschön. Ja, insofern müssten wir eigentlich noch warten, bis die Intellektuellen noch ein bisschen mehr politische Kraft haben. Irgendwann verschwindet leider diese Initiative auch. Insofern müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, wir sollten noch ein bisschen abwarten, bis wir da über 50 sind, über 50%. Und das Ganze dann starten. Und dann haben wir eine einmalige Chance, hier wirklich Großes zu erreichen. Für Russland, für unseren Plan, nämlich die Leibeigenschaft abzu... Ja, schaut mal, die Kurve geht jetzt schön nach oben, die Leibeigenschaft abzuschaffen. So, insofern wiederum ist diese Regierungsverwaltungsnummer nicht unwichtig. Wir gucken uns das jetzt mal an in Kursk, weil wir da halt dann auch die Gruppe immer weiter stärken. So, Regierungsverwaltung. Wie läuft es hier mit dem Personal? 23.100. Na, es läuft schleppend, ne? Aber ist okay. Es läuft immerhin ein bisschen. Und wie läuft es in den Papierfabriken? Okay. Okay, die sind erst in 6 Wochen fertig gebaut. Papierpreis liegt bei plus 20%. Ja, die Verwaltung ist ja auch hier noch nicht voll arbeitsfähig. So, was ist hier los? Niederländisch Ostindien versucht uns gegen den jambinischen Bauernaufstand zu beeinflussen, dass wir auf ihrer Seite sind. Ach nee. Sie bieten uns ein Klientelland zu übertragen. Das Problem ist, dass wir keine Flotte hier irgendwo haben, um da Truppen dann hinzuschicken. Ja, das ist natürlich hübsch. Wo ist denn dieses Land? Kannst du mir das nochmal zeigen? Ah, dieser Tooltip. Okay, ich muss mal das andere Tooltip-System einstellen. Ich finde dieses Land jetzt nicht. Kommt, ich lehne es ab. Machen wir jetzt nicht. Das ist zu weit jetzt entfernt von unseren Ambitionen. Damit möchte ich mich jetzt nicht befassen. Uns interessiert der Aufstieg der Intellektuellen. So, Kursk. Nochmal zurück. Papierfabriken. Die haben schon Vollbeschäftigung. Preis ist auf plus 2% gesunken. Also das scheint schon mal gut zu klappen. Sehr schön. Regierungsverwaltung ist auch fast bei Vollbeschäftigung. Und die Kosten, das haut hin. Sehr schön. So werden wir es sukzessive jetzt erstmal durchziehen, bis wir Munitionsfabriken bauen können. Bis dahin sollte einiges passiert sein in dieser Richtung. Deutsche Führung in Süddeutschland. Ein Diplomatiespiel gegen Österreich. Hier wird es interessant. Tirol und Steiermark
soll erobert werden. Ja, das hatten wir ja schon mal so ähnlich. Die Preußen versuchen es also einfach noch einmal. Und man kann wieder gespannt sein, ob Frankreich wieder mit auf Seiten Österreichs kämpft und ob Preußen... Warte mal, aber der Pakt... es ist ein Verteidigungspakt, kein Offensivbündnis. Ja, ob die uns wieder auffordern, mit einzusteigen. Wir könnten natürlich von denen auch irgendwas haben wollen. Aber, warte mal, was hat Österreich hier? Marionetten, Krakau, Protektorat, Kirchenstaat. Nee. Was sehe ich gerade? Österreich hat inzwischen Frankreich als Rivalen. Insofern werden die Frankreich nicht holen. Nee, ich glaube, da werden wir uns nicht einmischen. Wir bleiben mal weiter hier gespannt. Das Problem ist nämlich auch, wenn wir das wirklich starten, die Geschichte mit den Pachtbauern, dann gibt es immer noch so eine Revolutionschance. Ich da sag mal, die Orthodoxen, die Kirche, die könnte da aufmüpfig werden. Insofern will ich mich jetzt da nicht in einen Krieg irgendwo stürzen. Gut, ich denke, wir machen an dieser Stelle erstmal Pause. Spannender Moment. Einerseits, was die Situation hier in Europa betrifft, andererseits, was unsere Pläne selbst betrifft. Außerdem haben wir demnächst Nationalismus, was uns natürlich gegenüber dem himmlischen Reich Möglichkeiten gibt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.